vorwärts. Mit dem tollen Zeug gehen wir jetzt wieder runter. Zu euren Alles Diensten. Klar. Und ja. Leiche der Priesterin Aedale. Jetzt sehen wir sogar schon Mist. Da wollte ich doch noch gar nicht hingucken. Ich habe nur gerade so ein bisschen Stimm gesucht, wo eigentlich dieses Ding ist, wo wir dann in der Quest hinlaufen, aber jetzt habe ich es gefunden. So, erstmal gucken, was wir mit diesem tollen Schlüssel anfangen. Kümmern wir uns erstmal darum. Zeigt Elune den Spinnenschlüssel. Jetzt weiß ich, woher mir Elune bekannt vorkommt, und zwar aus der Warcraft-Welt. Ist ja Elune eine Göttin der Nachtelfen, wenn ich mich nicht ganz irre. Oder vielleicht sogar die Göttin. Ich weiß nicht, ob die jetzt mehrere haben. Aber irgendwie erinnert mich das auch an Nudeln. Ich weiß nicht wieso, ich müsste immer an Nudeln denken, verdammt. Das macht mich wahnsinnig. Mugwa groß! Mugwa! Mugwa, Mugwa, Mugwa! Mugwa, Mugwa, Mugwa! Mugwa! Wir Mugwa dienen! Großer Mugwa! Großer Mugwa! Großes Mugwa, immer toll. Macht Bauch voll, ganz gut. Wir könnten jetzt schon fast besiegen, aber wozu? Ich möchte den Mugwa. Ich möchte den Mugwa weiterhören, der Mugwa Blues. Nun seid ihr bereit für einen Angriff auf das Rote Imperium. Die Schattengrenze erwartet euch. Yippie! Ich habe bei den Geistern einen Schlüssel gefunden. Ich habe bei den Geistern einen Schlüssel gefunden. Öffnet damit das Tor im Südosten. Dahinter liegt der Pfad in die brennenden Lande der Dunklen. Mögen die Götter des Lichts euch begleiten. Eilt euch. Hauptsache, das B lässt man weg. Das B-I. Beeilt euch. Nee. Eilt euch. Eilt euch, da kann man zwar auch sagen. So eine abgekürzte Version, aber eilt euch. Hört sich komisch an. Seltsam, seltsam. Eure Grammatik nicht gut. Ich das nichts kann gut heißen. Heißen gut. Ach, stimmt. Maskierte, wir haben ja nochmal Teile eines Klingwebers gefunden. Fragen wir den Maskierten nochmal, was es damit auf sich hat. Wir haben nochmal was bekommen. Oder? Nö, das ist jetzt wieder weg. Oder war das so gesehen, dass das Idiotenstückchen, für den Fall, dass man es vorher nicht gesehen hat, dass man es jetzt nochmal bekommen hat? Kann auch sein, dass es das gleiche nochmal war. Schutzenturm. Ah, Ione ist zurück. Dann eben nicht. Blöder Maskenball. Gut, dann fragen wir mal, was mit dieser Leiche ist. Wo ist denn dann überhaupt unsere Quest? Unsere Hauptquest. Nach Süden, oder? Südosten. Reist weiter zur Schattengrenze. Südosten. Also hier im Süden raus und irgendwo im Südosten dürfte das dann sein. Stufe 15. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir ganz knapp nur im Level hinterher sind. Aber ich will jetzt hier wirklich nicht im Let's Play großartig leveln. Das ist nur um am Ende Level 30 zu werden oder 29. 31 wäre schlecht. Es ist rein theoretisch, glaube ich, wie ich gehört habe, möglich, 31 zu erreichen. Dann darf man den Charakter aber nicht mehr zu Shadow für Phoenix transferieren, weil das geht doch bis 30. Das wäre ein bisschen schlecht. Muss man vorigen Save nehmen. So. Wir haben jetzt was von Elune, von der komischen Ulle da gehört, wie auch immer die nochmal hieß. Elend gebe uns Frieden. Ach stimmt, da ist ja gar nicht mehr diese schnippische Hocharrogante, die uns da vorher beleidigt hat. Das ist jetzt die mit den zwei Schwertern. Stimmt, Aedale ist ja weg. Das ist Aedale gewesen, jetzt kommt's mir. Was ist mit Aedale geschehen? Was ist mit Aedale geschehen? Sie stürzte von einer Klippe am Ostberg. Wir wissen nicht, wie es geschah, aber kaum jemand glaubt, dass Aedale einfach den Halt verloren hat. Naja. Eine Kreatur? Wir wissen es nicht, aber Litere, eine der Schwestern, die sie begleitet haben, behauptet, eine Novizin hätte sie hinuntergestoßen. Eine Elfe soll eine Elfe getötet haben?
Es ist lange her. Aber es gibt solche dunklen Kapitel in unserer Vergangenheit. Wir haben kaum Gesetze, aber Litere verlangt von mir, Baeta einzusperren. Litere ist eine Priesterin. Ich kann ihr kaum widersprechen. Aber ich habe das Gefühl, dass hier mehr als eine Lüge am Werk ist. Okay. Soll ich euch bei den Ermittlungen helfen? Soll ich euch bei den Ermittlungen helfen? Ihr seid ein Fremder. Sie werden euch kaum etwas erzählen. Andererseits habt ihr keine Bräuche und Ordensregeln, die euch binden. Befragt Baeta, Litere und die Wache Fenair. Alle drei waren mit der hohen Priesterin Aedale auf dem Ostberg. Versucht zu ermitteln, wer von ihnen für den Tod Aedales verantwortlich ist. Wenn ihr euch eine Meinung gebildet habt, kehrt zu mir zurück. Okay. Halt, ich bin noch gar nicht fertig. Habt ihr herausgefunden, wer Aedale ermordet hat? Ja, natürlich. In der einen Sekunde, die ich mal kurz mich umgeguckt habe, habe ich es herausgefunden. Ich habe es gerochen. Ach, ihr darf ich auch Fragen stellen. Machen wir später. Oder? Ach, fangen wir bei ihr an. Ich bin hier, um euch Fragen zu stellen. Ich bin hier, um euch Fragen zu stellen. Fragt, was ihr wissen wollt. Wo hast du die tollen Schwerter her? Was genau ist vorgefallen? Aedale wollte das Land der Ostberge wieder Arin weihen, nachdem es von den aufgescheuchten Kreaturen verunreinigt worden war. Mukwa. Sie nahm ihre rechte Hand Litere und ihre persönliche Novizin Baeta mit auf den Berg, um das Reinigungsritual zu vollziehen. Ich gab ihnen die Wache Fenair mit, da der Osten immer noch nicht sicher ist. Außerdem denkt der arme Kerl sowieso ständig nur an Baeta, also schien er mir geeignet. Es verging nicht viel Zeit, da kehrte Fenair zurück. Er berichtete, dass Aedale in den Abgrund gestürzt sei, mehr wissen wir nicht. Wir haben also schon ein Liebespärchen. Wie putzig. Also gut. Erzählt mir von den Verdächtigen. Die Verdächtigen sind Litere und Baeta. Beide gehören zum Orden Arins. Die junge Baeta ist eine Novizin, während Litere bereits den Rang einer erfahrenen Priesterin bekleidet. Okay, tu eins oder zwei. Das müssen wir wohl herausfinden. Wen von beiden haltet ihr für schuldig? Ich weiß es wirklich nicht. Litere beschuldigt Baeta und das Wort einer Priesterin hat Macht wie ein Gesetz. Aber ich kann es kaum glauben, dass eine meiner Schwestern so etwas tun würde. Vor allem nicht die kleine Baeta. Aber Aedale und Baeta haben sich nie gut verstanden. Aedale hat ihr sogar den Umgang mit Fenair verboten. Dann hätte sie ein Motiv. Das war im Moment alles. Ich danke euch. Gut. Dann fragen wir mal die Leute direkt. Wir Mukwa dienen! Mukwa. Müssen wir so im Samba hier durchtanzen durch die Stadt. Mukwa. Ach, herrlich. Da haben wir Baeta, die Junge, die beschuldigt wird von ihr, dass sie den Mord begangen haben soll. Fragen wir sie mal direkt nach. Vielleicht können wir uns eine Meinung bilden. Baeta? Ich war es nicht. Das müsst ihr mir glauben. Gottes Willen, ruhig. Beruhigt euch. Ich bin nur hier, um euch zu befragen. Leicht. Befragen mit leichter Nachhilfe, nicht wahr? Nee, so gemein sind wir doch nicht. Erzählt mir, was sich zugetragen hat. Aedale, ich meine, die hohe Priesterin Aedale, wies mich an, die Dinge zu tragen, die sie für ein rituelles Gebet vorbereitet hatte. Gemeinsam mit Litere, die ihr bei diesem Ritus zur Hand gehen sollte, und Fenair, gingen wir an diese Stelle über der Klippe. Ich weiß noch, wie Fenair fortging, um ein Geräusch zu erkunden. Als ich der hohen Priesterin die Artefakte gab, merkte sie, dass ich den Elenkelch vergessen hatte. Sie war, wie so oft, sehr verärgert und schickte mich fort, den Kelch zu holen. Ich lief so schnell ich konnte ins Dorf, aber als ich zurückkam, war keiner mehr da. Ich ging vor bis zur Klippe und da lag sie, tot. Ich fand sie so, wie sie jetzt liegt, das müsst ihr mir glauben.
dann war plötzlich Litere wieder da und beschuldigte mich. Fenair kehrte zurück und Litere schickte ihn zu den anderen Wachen. Ich war so verwirrt. Das ist alles, was ich weiß. Bitte, ihr müsst mir glauben, das ist die Wahrheit. Okay, erzählt mir etwas über Fenair. Erzählt mir etwas über Fenair. Da wissen wir doch was. Er ist ein guter Kerl. Einer von den wenigen Menschen, die hier oben geduldet werden. Er hat sich uns freiwillig angeschlossen. Da ist doch noch mehr. Er dient bei den Wachen. Ich war froh, dass er mit uns ging. Wer weiß, was hier noch so alles rumschleicht. Nein, ich habe darüber so eine kleine Liebknospelei zwischen euch gehört. Darüber erzählt sie gar nichts. Okay. Erzählt mir etwas über Litere. Erzählt mir etwas über Litere. Litere ist sehr entschlossen. Ich mag sie nicht. Sie macht mir Angst. Sie hat hart gearbeitet, um zu Edales rechter Hand zu werden und lässt uns andere nicht minder zu Werke gehen. Okay, erzählt mir etwas über euch. Erzählt mir etwas über euch. Über mich? Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich versuche nur, Arin und meinen Schwestern so gut zu dienen, wie ich es vermag. Auch wenn es nicht immer einfach ist. Okay. Ich habe keine Fragen mehr. Hab Dank. Ich habe keine Fragen mehr. Hab Dank. Okay, Verdächtiger 1 befragt. Die kommt mir jetzt doch ein bisschen zu... zu... friedfertig vor, als dass sie das getan haben könnte. Auch zu verschreckt und verscheucht. Andererseits hätte sie wieder... ich weiß nicht, da sie sich sowieso nicht gut mit ihr verstanden hat, hätte sie ein Motiv gehabt. Manchmal sind es die Leute, von denen man es am wenigsten erwartet. Wir behalten sie mal im Gedächtnis. Als nächstes haben wir... Litere. Die war auch mit auf dem Berg. Und beschuldigt direkt... bei Ita, oder? Bei Ita? Ja, bei Ita. Was wollt ihr, Mensch? Euch einige Fragen stellen. Dann schickt euch Eileen. Ich habe die Mörderin doch bereits genannt. Was soll das alles? Die kommt mir jetzt nicht gerade sehr unschuldig vor. Erzählt mir, was sich zugetragen hat. Erzählt mir, was sich zugetragen hat. Närrisches Spiel. Nun gut, Aidale ging mit uns zum Ostberg, um das Ritual der Reinigung durchzuführen, da die meisten Bestien jetzt vertrieben sind. Es waren Aidale, ich, die Novizin Baeta und dieser grobschlächtige Fenair, der uns schützen sollte. Als wir diesen Felskamm erreicht hatten, trennten wir uns. Die ungeschickte Novizin hatte den Elendkelch vergessen und wurde in die Stadt zurückgeschickt. Fenair ging irgendeinem Geräusch nach. Ich brach auf, um Schneeblüten für das Ritual zu suchen. Eine geraume Zeit war ich wohl weg. Als ich wiederkam, stand Novizin Baeta allein an der Klippe. Und die hohe Priesterin Aidale lag tot im Tal. Fenair kam erst in diesem Augenblick wieder zurück. Ich entsandte ihn sofort in die Stadt, um die Wachen zu holen. Woher wollt ihr denn wissen, dass Baeta sie ins Tal gestoßen hat? Die hohe Priesterin konnte hart sein wie Eis. Und Baeta hat nicht selten Tränen vergossen. Sie hasste Aidale, das kann ich euch sagen. Erzählt mir etwas über Fenair. Erzählt mir etwas über Fenair. Was gibt es über ihn zu sagen? Er ist ein Mensch. Aber ich denke, als Wache ist er durchaus nützlich. Okay. Erzählt mir etwas über Baeta. Erzählt mir etwas über Baeta. Ein unscheinbares Licht. Sie könnte vielleicht schon Priesterin sein, wäre sie nicht so gefangen in ihren Gefühlen. Okay, und nun erzählt mir etwas über euch. Erzählt mir etwas über euch. So langsam werde ich ungeduldig. Aber gut. Ho, 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 ho. Ich bin eine Priesterin Arins, Bewahrerin dieser Stätte und des Heiligen Bundes mit dem Frostweber. Ich stehe ganz im Dienste der Gemeinschaft, wie alle anderen hier. Okay, danke. Lebt wohl. Danke. Lebt wohl. Sie hat sich ziemlich kurz gefasst.